einen kleinen Beagle melden. Ja, so, wir werden gerade verbunden und sind jetzt live, lieber Frank. Ja, hallo an alle, die gerade zuhören, zuschauen oder die auch erst später zuhören, zuschauen. Ich bin ganz glücklich, heute einen besonderen Menschen dabei zu haben. Ich habe ja schon festgestellt, ich kenne viele besondere Menschen oder lerne sie auch zum Teil erst durch meinen Talk kennen. Frank habe ich tatsächlich vor ungefähr 2 Jahren telefonisch kennengelernt. Und Frank hat tatsächlich mein Leben verändert, weil er durch sein Coaching bei mir was gelöst hat, wo ich tatsächlich wirklich Liebeskummer hatte. Ich habe wirklich richtig schlimm Liebeskummer gehabt, also was ich mein Leben so noch nie hatte, auch nicht als Jugendliche. Und da hat er einfach mit mir gearbeitet und ich war schwer beeindruckt. Mit morphischem Feldlesen. Als Coach arbeitet er nämlich und habe mich dann angemeldet gleich für Dezember 2018 und habe da eine Woche Seminar gemacht bei dem Kurt Cyprian Hörmann, den ihr auch schon mal hier hattet. In der zweiten Sendung war der Kurt da und deswegen bin ich völlig begeistert, dass ich jetzt auch den Frank dabei habe, denn ohne Frank hätte ich die letzten 2 Jahre dieses Leben nicht so gelebt, wie ich es jetzt gerade lebe. Und deswegen bin ich völlig froh, dass er da ist. Und Frank hat sein Leben auch völlig umgekrempelt. Deswegen habe ich es auch einfach genannt, mutige Entscheidung treffen. Du bist 2011 zu MFL gekommen. Erzähl doch mal, was das überhaupt ist, wie du dazu gekommen bist. Fang einfach irgendwo da an, wo es gerade für dich passt, weil das waren zwar nur zwei kurze Fragen, aber viel Substanz. Substanz, ja, genau. Ja. Hallo Marion und auch ein großes Hallo an alle, die zuschauen und auch die, die mich kennen. Da bin ich. Ja, ich kam 2011 zu MFL, habe da selbst in der Lebenskrise auch drin gesteckt. Ja, das kann man so sagen. Habe schon 4 Jahre vorher ganz viel mit Aufstellungsarbeit gemacht, also Familien aufstellen. 350, 400 Aufstellungen in der Zeit gemacht und anscheinend war dann der Schritt reif, um zu MFL zu kommen, weil eine von den Freundinnen, mit denen ich diese Aufstellungsarbeit gemacht habe, die war kurz vor mir auf dem, damals hieß es noch Basisworkshop, hat mir davon erzählt, hat mir eine Lesung gemacht und ich war so dermaßen, es war geflasht, ja, das, so kann ich sagen. Ich war so geflasht von dieser Lesung, was die mir alles gesagt hat über mich, was sonst niemand kennen konnte, dass ich mich direkt zum nächsten Basisworkshop angemeldet habe. Und das war dann im August 2011. Ja, und seitdem läuft diese Reise. Und so ist es wirklich schön, muss ich sagen. Ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich war damals noch im Finanzbereich tätig, selbstständig, war insgesamt 22 Jahre in diesem Bereich drin und ich habe immer mehr gemerkt, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Nur wer sich vorstellen kann, als Selbstständiger ist das wahrscheinlich einfacher, in der Selbstständigkeit so drin zu stecken, wie ich das gewesen bin zu dem Zeitpunkt. Da war ich ja schon 12, 13 Jahre selbstständig. Dann einfach aufzuhören und was anderes zu machen, ist, das ist ein großer Schritt. Das musste auch wachsen, schön, muss ich sagen. Also Ich ich habe mein habe dann ganzes nicht Leben direkt umgekrempelt, es musste 2011 erwachsen. schon diesen Schritt gemacht, sondern aus dem Finanzbereich raus, sondern es war 2015. In dem Jahr habe ich dann meine jetzige Frau Christina kennengelernt. Da war ich als Assistent auf einem Workshop mit dabei, da haben wir uns kennengelernt und ja, ein paar Wochen später war klar, das ist es. Also ich glaube, ich muss auch noch mal öfter assistieren. Ja, mach das. Total schön. Gute Möglichkeit. Ich habe schon einmal getan, genau, und hatte schon noch Ja. mal eine Anfrage. Ja. Und 5 Monate später bin ich zu ihr gezogen. Also habe meine Firma abgegeben in diesem Zeitraum an einen Kollegen von mir, Du warst hier in der. der Nähe vom Saarland ursprünglich, gell? Also auch noch mal ein Riesenschritt räumlich, ne? Ja, So. und die Firma, also ich habe in Birkenfeld Genau, gesessen. Birkenfeld. Und der Kollege, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe und der meinen Kundenbestand übernommen hat, der sitzt in Buß, also Ach, bei also im Saarlouis. Saarland ganz nah, genau. Ganz im Saarland, genau. Ja.
Ja, jetzt hat er meine Kunden übernommen, ist froh darüber, meine Kunden zum Glück auch, weil er ist ein ganz toller Kerl. Und ich bin froh, dass ich jetzt in dem Bereich drin bin und das mache, was mir am Herzen liegt, nämlich Coaching, Erfahrungen weitergeben. Und ich glaube, dass ein großes Plus bei mir ist, dass ich einfach selbst so viel durch Schmerz und Verletzungen durchgegangen bin, die ich aufgelöst habe. Und mir einfach ganz viel Lebensqualität zurückgeholt habe. Und ich Ich meine, kann also. Lebenserfahrung ist natürlich immer hilfreich, wenn man dann Ja. sich zum Coach ausbilden lässt. Das ist ja auch eine längere Ausbildung, ne? MFL-Coach zu werden. Das heißt, du musst erst ich weiß nicht, ob bei mir ist es jetzt, dass ich einen Master darin gemacht habe, ob das damals auch schon Master hieß. Das hieß ja anders zu der Nee, Zeit das noch. hieß damals nicht Master. Es gab jedoch damals noch mehr Workshops, Themenworkshops, also. Voraussetzung, um zugelassen zu werden für die Ausbildung, war, den Basisworkshop zweimal gemacht zu haben als Teilnehmer. Und es waren 6 oder 7 Themenworkshops, die es gab. Die mussten alle mindestens einmal gemacht haben. Und wie gesagt, den Basisworkshop einmal wiederholt haben. Dann noch die eine oder andere Assistenz dazu. Und dann konnte man fragen, ob man die Ausbildung machen darf. Ja, und die Ausbildung habe ich dann 2017 gemacht zum MFL-Trainer. Damals war noch der Gedankengang hinten dran, dass wir als MFL-Trainer diese Basisworkshops selbst machen. Das wurde dann aber nochmal umgestellt. Und so wie es jetzt ist, gefällt es mir aber auch wirklich richtig gut, muss ich sagen. Ich lese seit Anfang 2018, also jetzt seit fast 3 Jahren am Telefon bei MFL, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Das funktioniert super toll am Telefon und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe mit den Menschen, die angerufen haben, sind einfach auch teilweise richtig phänomenal, wenn es tatsächlich ins Coaching gegangen ist und wir haben über das Thema Herzintegration Themen aufgelöst. Was da manchmal passiert ist, einfach kommt mir fast wie ein Wunder vor. Und es Also ist einfach fühlt es sich für schön. mich auch an. Also da ist so viel Schmerz weggegangen, nur in einer Ja. Arbeit mit dir und durch diese Herzintegrationen. Herzintegration sage ich vielleicht nochmal für alle. Das ist ein Text, womit du quasi Ängste vor allem, aber auch andere Gefühle eben integrieren kannst, statt zu sagen, die will ich nicht mehr, was ja das Ganze nur größer werden lässt und in die Ablehnung gehen, kann man die quasi richtig schön annehmen. Also man ist sogar dankbar, vergibt sich selber. Es ist ein ganz wunderbarer Text, der auch auf der MFL-Seite runterzuladen ist und den der Kurt Hörmann Kurt Cyprian Hörmann in der zweiten Sendung auch vorgemacht hat mit allen. Und man kann es auch noch verstärken, die positiven Gefühle, gerade jetzt das Vertrauen. Und du bist da quasi so ein Stück Spezialist auch für geworden in der Ja. MFL-Welt. Das hast du mir Ja. beim letzten Gespräch mal gesagt. Das heißt, bei dir wirken die besonders. Was ist denn so ein besonderes Geheimnis? Hast du da schon eine Idee für? Ja, mittlerweile habe ich da eine gute Idee dazu. Mir war das gar nicht bewusst, dass die bei mir besonders wirken. Ich habe dann aber immer öfter die Rückmeldung bekommen, irgendwie wirken die bei dir stärker als bei anderen. Und dann ist es erstmal schwer herauszufinden, woran liegt das? Weil ich ja nicht weiß, wie haben andere diese Herzintegration gesprochen. Bei mir kommt zum einen diese große Erfahrung aus der Aufstellungsarbeit dazu. Da habe ich einige Texte, die sehr, sehr, sehr stark wirken, wenn es darum geht, Themen aufzulösen. Ich habe im Juli angefangen, so einen Ratgeber zu schreiben. Wie kann ich denn die Herzintegration so nutzen, dass sie stärker wirkt, dass ich sie noch weiter verstärke, dass ich noch tiefer reingehe, dass ich tatsächlich nur eine Herzintegration brauche, um ein Thema aufzulösen? Also bei mir ist das so, ich habe noch nie mehr wie eine Herzintegration gebraucht, um ein Thema aufzulösen. Vielleicht kommen noch 2, 3 andere Aspekte dazu, die man noch mit auflösen muss. Ja? Aber das Thema, was ich mir angeguckt habe, ist tatsächlich weg. Und als ich dann angefangen habe, diesen Ratgeber zu schreiben, ich bin automatisch immer tiefer in die Materie eingestiegen, habe ganz viel gelesen, recherchiert, kam dann unter anderem auf ein Buch, das über das Thema Traumatherapie schreibt.
Und also das ist eine Zusammenfassung von Forschungen, von Wissenschaftlern, von Physikern, von Therapeuten, also von unterschiedlichen Richtungen kommen die Leute, die dann zum Ergebnis hat, warum lässt sich ein Konflikt, ein innerer Konflikt nennen die das, der verkapselt ist, warum lässt er oder wie lässt er sich auflösen und warum löst er sich auf? Und als ich mir das durchgelesen habe, da war mir klar, warum das bei mir so funktioniert, weil ich es nämlich genauso angepackt habe. Irgendwie instinktiv oder ja, egal, es hat auf jeden Fall bei mir so funktioniert. Und es ist dann tatsächlich so, dass ich es schaffe, dieses sogenannte, wie nennt sich nochmal, die Selbst, also das ist eine Selbstregulation der Psyche, die da stattfindet. Die Psyche möchte immer wieder zurück in ihre Ordnung kommen. Also wenn irgendwo ein verkapseltes Thema ist, möchte die wieder zurück in die Ordnung, in ihre Ruhe, in den Frieden rein. Und damit man an das Verkapselte drankommt, muss man sich anschauen. Deswegen heißt es auch bei der Herzintegration, ich sehe mein Thema zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht geliebt oder ich werde ausgegrenzt. Ja. Ich muss mir das anschauen. Das, was ich vorher weggedrückt habe, ja, weil ich es nicht spüren wollte, das muss ich mir anschauen. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt beim Anschauen zu fühlen. Also ich gucke mir das Thema an. Was macht es denn mit mir? Was kommt da hoch? Aber ohne mich davon überrollen zu lassen, sondern ich gucke es mir einfach aus der Beobachterposition heraus an. Das nennt man ja in der Psychologie die Dissoziation. Also ich muss nicht tief ins Drama einsteigen, sondern ich gucke es mir Genau. einfach an und gehe so ein Stück mit Abstand. Und dadurch kriege ich da einen schönen Abstand Genau. auch zu. Und dann ist es so, dass es wichtig ist, sich anzuschauen, wo macht sich das im Körper bemerkbar? Weil manchmal ist es so, oh, es zieht mein Hals zu. Oder die Brust wird enger, es zieht mir die Brust zu, ich kriege keine Luft mehr. Oder es ist ein unangenehmes Bauchgefühl. Oder der Ellenbogen tut mir weh. Irgendwas kommt dann, was mit diesem Thema, das man sich gerade anguckt, zu tun hat. Wenn diese drei Dinge gemacht sind, also ansehen aus der Entfernung, spüren, was da hochkommt, uns im Körper verorten, also wo spüre ich es im Körper, wenn die drei Dinge gemacht sind, dann fängt diese Selbstregulation an, Das ist die die super. Jetzt Psyche. lerne ich durch dich heute auch noch mal richtig was. Ich sage zwar immer, ich sehe, fühle und spüre, aber in dieses Gefühl dann auch reinzugehen, das wirklich zu tun, finde Ja, ich, also darauf kommt es an. wenn die, bevor der Satz lautet, ja, ich sehe mein Thema, ich bin gleichzeitig Liebe und ich korrigiere. Das ist ja der erste Satz. Aber wenn ich sage, ich sehe, dann schaue ich es mir auch tatsächlich an. Ich gucke mir es an und schaue, was passiert mit mir, ohne in das Thema einzusteigen, sondern einfach nur beobachten und gucken, wo habe ich es im Körper, wo kann ich es im Körper spüren. Und wenn das da ist, Dann startest du dann erst. habe ich damit diese Selbstregulation angeworfen, sozusagen. Geht die Psyche hin und das, was ehemals verkapselt war, kann aus der Kapsel raus und kann wieder aufgelöst werden. Und die Selbstregulationskräfte des Körpers sind stärker, als wir denken. Das machen sie ja bei Krankheiten und sonst wie was. Die Genau. brauchen oft nur einen Anstoß, ne? Das sind die psychischen Selbstheilungskräfte, die wir da haben. Ist total schön, mit ein bisschen Übung, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, da braucht auch keine Angst mehr. Ja? Es braucht Mut hinzuschauen, immer. Also wenn es ein Thema gibt, das mich vielleicht sogar in die Angst oder in die Panik treibt, dann braucht es Mut hinzuschauen. Das ist ganz klar. Aber wir haben jahrelang oder jahrzehntelang sogar oft probiert, es wegzudrücken. Es Genau. hat nicht geholfen. So Es Abwehr, hilft nicht. Ablehnung, ich gucke da mir das gar nicht an, ne? Also nicht. Zwar, weil wir nie gelernt haben, mit unseren Emotionen umzugehen. Wie gehe ich mit sowas um? Es wird uns in der Schule nicht beigebracht. Es wird uns auch im Leben nicht beigebracht. Ja. Finde ich schade. Es sollte eigentlich ein Thema sein,
dass man schon Kindern beibringt. Die lernen es spielerisch und können dann ganz leicht damit umgehen. Ich bin da ganz bei dir. Wir sollten die Schule ganz neu denken und gestalten. Also auch mit Programmierung, mit Glaubenssätzen. Auch damit kann man ja mit der Herzintegration arbeiten. Also ich habe auch wirklich schon mit psychisch kranken Menschen gearbeitet, mit Herzintegration, mit riesiger Wirkung. Also mit sehr, sehr vielen, die dann parallel in ärztlicher und psychologischer Behandlung sind, weil ich ja keine Therapie anbiete, sondern eben auch nur Coach bin, aber die sind dann auch sehr, sehr beeindruckt und auch deren Therapeuten sind dann oft sehr beeindruckt, was da für Erfolge sind. Es gibt auch Menschen, aber das spüre ich dann, die nicht wirklich sich verändern wollen. Und das ist das Schöne bei der Herzintegration, finde ich immer wieder, dass die Menschen dann auch gar nicht damit arbeiten. Dann frage ich sie beim nächsten Coaching, und hast du die gemacht? Ne? Nö. Ja, und dann, ne, die wollen quasi, dass ich als Coach denen sowas wie eine Art Tablette einschmeiße, und das ist nicht meine Rolle und meine Aufgabe. Ne? Genau. Es geht darum, in die Selbstverantwortung reinzuführen. Genau. Und dass jeder selbstbestimmt sein Leben führen kann. Ganz wichtig, ich liebe den Begriff Selbstverantwortung. Und du hast auch, vielleicht greife ich das nochmal auf, also ich finde, du hast quasi morgen und nächste Woche auch eine Gruppe bei Facebook gepostet, wo Menschen zu dir kommen können. Und was erwartet sie dann dort? Das sind Menschen, also da kann quasi jeder und jede, die müssen nicht schon mal ein Seminar besucht haben, zu dir kommen, kostenlos. Mhm. Und was könnten die dann, was könnte sich darunter vorstellen? Weil ich möchte gerade in dieser Zeit die Menschen, es hat nämlich auch ganz viel mit Selbstermächtigung, Selbstverantwortung zu tun. Und deswegen möchte ich das gerade nutzen, dass du das auch nochmal vorstellst. Genau. Also was morgen passiert ist, es ist ein Zoom-Meeting. Ich habe das in Facebook gepostet mit den Zugangsdaten zu dem Zoom-Meeting. Wer nicht bei mir in der Liste drin ist und es mitmachen möchte, kann mich auch unter frank@wernoth.de anschreiben. Dann schicke ich die Zugangsdaten zu. Es geht als erstes mal um die MFL-Erdungsübung, um in den Alpha-Zustand reinzukommen, weil da ist ja auch nachgewiesen, dass in diesem Zustand Heilung geschieht. Wir haben gleichzeitig Zugang zum Unterbewusstsein und zum Tagesbewusstsein im Alpha-Zustand. Danach gibt es Texte, Erklärungen, die wir abgeben, jeder für sich. Die spreche ich vor. Wenn ich mich das bei der Herzintegration mache, sie werden nachgesprochen. Da ist dann zum Beispiel ein Text dabei zur Erklärung meiner Souveränität, dass ich derjenige bin, der das Sagen über mich hat und sonst niemand. Also gerade jetzt die Zeitqualität, die wir im Moment haben, da wird ja teilweise sehr übergriffig uns gegenüber gehandelt. Ob wir das wollen oder nicht, wird nicht gefragt. Da erklären wir unsere, jeder für sich seine Souveränität. Wie gesagt, ich spreche die Texte vor. Es geht um eine Erklärung zur eigenen Heilung, eine Erklärung zum Ausstieg aus dem Kreislauf des Karma, aus den Seelenverträgen. So diese Qualität, die wir jetzt haben, es wird ja ganz viel von diesem Wassermann-Zeitalter gesprochen, das jetzt am 21.12. den kalendarischen Beginn hat. Und da geht es auch, so wie ich das gelesen habe, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da ja auch darum, um aus diesem Kreislauf des Karma auszusteigen, weil der uns ja in dem festhält, was wir im Moment hier auf der Erde haben. Und das soll also eine Hilfestellung, eine Unterstützung dazu sein, für sich selbst einzustehen und zu sagen, stopp, bis hier nicht weiter, alles, was da von außen kommt, ich akzeptiere das, dass ihr das machen möchtet, aber ich bin da nicht dabei. Also eine Abgrenzung und eine Ausgrenzung von fremden Energien, die nichts in meinem System zu tun haben. Das ist das, was da morgen passiert. Und es wird wiederholt eine Woche später am 22. um dieselbe Uhrzeit. Da bin ich dann auch dabei, weil ich das ganz toll finde, dein Angebot. Genau. Nee, ja. Morgen habe ich noch meine letzte berufliche Fortbildung. Abends vor dem Lockdown hatte ich Gott sei Dank gerade richtig gelegt, so eine Gruppe mit wunderbaren Menschen. Also von daher schauen wir mal, was dann danach kommt. Und per Zoom ist danach ja auch wieder alles möglich. Und es sind jetzt auch wichtige Zeiten in dieser Vorweihnachtszeit, die sowieso sehr
intensive Prozesse bei den Menschen anregen, auch in dieser verrückten Zeit, wo sich alles nochmal zurechtrückt. Ne? Und von daher ist da solche Angebote zu nutzen und auch anzubieten. Erstmal vielen Dank dafür, das finde ich ganz wunderbar, vor allem, dass du es kostenlos zur Verfügung stellst und auch und teilst auch und gibst. Es kann jeder den Text haben, wenn er brauche ich auch nur einen Hinweis dazu, dann schicke ich die per PDF raus, das kann dann jeder auch für sich selbst nochmal machen, um es nochmal zu verinnerlichen. Ich habe das also auch schon ein paar Mal gemacht und jedes Mal wirkt es irgendwie stärker, finde ich gut. Sehr, sehr, sehr schön, ja. Nee, es ist ganz wichtig, bei sich zu bleiben, für sich zu bleiben, auch Frieden mit der Situation jetzt zu machen. Ich weiß von mir, dass ich am Anfang sehr im Widerstand war und geschimpft und geflucht und was ich sonst nie mache. Also nein, ich fluche eigentlich nicht wirklich. Also das glaube ich auch nicht, dass ich das getan habe. Aber, aber so dieses und durch diesen Widerstand wurde es ja einfach nur noch größer. Und ich habe dem ganz viel Aufmerksamkeit gegeben. Und ich habe dann auch die Medien am Anfang verfolgt, relativ am Anfang. Und dann habe ich ja auch mehr Meditationen, auch so eine Erdmeditation, Erdung, wie du gesagt hast, und schon bin ich mehr in die Ruhe gekommen und ins Annehmen. Und das finde ich gerade auch sehr wichtig, einfach dieses Annehmen, was ist, und das zu lernen und ins Vertrauen zu gehen. Das sind einfach diese Techniken, die du da auch machst, eben ganz, ganz wertvoll. Und ich kann diese MFL-Arbeit auch nur sehr allen empfehlen und wärmstens ans Herz legen. Und was ich jetzt noch schön finde, du hast es vorhin mit den Alpha-Wellen gesagt, sind ja nicht alle so geschult oder gebildet und kennen sich mit diesen Fachwörtern aus, wie wir beide. Also Alpha-Wellen, das sind quasi Gehirnwellen, die unser Gehirn in bestimmten Zuständen versetzt, wo er besonders gut ins Unterbewusstsein rankommt. Habe ich das so einigermaßen richtig erklärt? Kann ich so unterschreiben. Passt, wunderbar. Das heißt, da ist einfach was sehr, sehr Nachvollziehbares, auch von der Wissenschaft. Und das finde ich immer sehr schön, weil diese Arbeit, die du ja auch machst, wird oft sehr komisch abgetan als was sehr Merkwürdiges, Spookiges. Und ich sage schon seit Jahren, wer heilt, hat Recht. Und ich meine, mein Liebeskummer, ich war wirklich in Indien, dachte, fühlte sich an wie Flitterwochen ohne Hochzeit. Und am ersten Abend meinte dieser Mann zu sagen, okay, ich liebe dich doch nicht, ich gehe jetzt, ne? Also, und dann sozusagen, und das auch noch über Weihnachten, also damit klarzukommen, und es hat schon eine Zeit gebraucht. Also sowas, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erlebe. Und das Schöne ist ja, wenn Menschen wie du und ich so Coaches sind, dann denke ich mittlerweile auch immer, auch das anzunehmen. Also vielleicht alle, die zuhören, nehmt auch eure Krisen an. Und da will ich jetzt bei dir gleich noch weiter reinfragen als Geschenke. Also früher habe ich immer den Robert Betz zitiert, der das Arschengel nennt, aber irgendwie mag ich Arschengel, finde ich zwar süß, ich finde die Kombination auch gut, hat mir damals auch gut geholfen, aber es ist einfach noch schöner, das Lerngeschenke zu nennen. Also und wenn wir das immer als Geschenk und als Erfahrung sehen, dann ist es ja ein totaler Gewinn. Und du hast vorhin gesagt, dass du selber sehr viele schwierige Prozesse durchlaufen hast. Magst du ein, zwei auch nochmal schildern, damit die Menschen sehen, wie... Ich finde es immer so wichtig, weil es wirkt ja alles so leicht, was wir machen. Die Menschen denken immer, boah, ne? Und ich meine, wir wären nicht die und würden nicht diese Arbeit machen und vor allem du auch nicht der mir so geholfen hätte, wenn du da nicht einfach, wobei wir nicht alle so schlimme Erfahrungen brauchen, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Es geht mittlerweile auch bei jungen Menschen schneller. Aber magst du nochmal ein, zwei Sachen sagen und wie du dir selber dabei geholfen hast oder bestimmte Erkenntnisse durch die Arbeit, durch deine Aufräumarbeit, durch die inneren Prozesse? Du musst ja auch nicht mehr die Krisen hervorholen, die will ich gar nicht mehr unbedingt hören, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Die Biografie, ja, wer bin ich, ne? Das ist sozusagen die Frage, ja. 2 Stunden Talk. Also bei mir hat das angefangen, dass ich mich um mein Innerstes gekümmert habe, kurz vor meiner Scheidung. Ich war schon mal verheiratet und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch im Finanzbereich selbstständig, habe halt unglaublich viel arbeiten müssen, um das alles abzuarbeiten, war sehr zeitintensiv. Und als das dann mit meiner damaligen Frau auseinandergegangen ist, da musste ich eine Entscheidung für mich treffen, nämlich ob ich mir das Leben, das ich damals gehabt habe,
ob das tatsächlich das ist, was ich haben möchte. Oder ob ich mir eingestehe, dass ich nur noch den Scherbenhaufen meines Lebens da manage und mir diesen Scherbenhaufen als ganz toll verkaufe. Ja, also mich selbst Sich anlüge selbst damit. belügen, okay. Das machen ja sehr viele. Der Schritt, der war damals sehr heftig gewesen. Mir selbst zuzugestehen, das, was ich da mache, ist völliger Nonsens. Also es muss einen anderen Weg geben, der sich einfach besser anfühlt. Und dann sind Türen aufgegangen. Dann sind Türen aufgegangen. Und dann habe ich das mit dem Familienstellen kennengelernt, habe mir sowas mal als Gast angeguckt und habe, glaube ich, einen ganzen Eimer voll geheult, weil ich so in Resonanz mit den Themen gegangen bin, die aufgestellt wurden, dass ich gesagt habe, ja, das Also ist sind nicht nur jetzt, Türen das aufgegangen, ist, sondern sind Bäche geflossen quasi sind in auch einen Bäche ganzen See. geflossen. Ja, genau. Und dann war mir klar, das ist jetzt was mir hilft, wo ich dran gehen muss, wo ich einfach hoffe, Heilung zu bekommen. Und es ist dann ja auch so geschehen. Wie gesagt, ich habe dann 4 Jahre, 5 Jahre ganz intensiv Aufstellungsarbeit gemacht. 350, 400 Aufstellungen in dem Zeitraum. Vielleicht für die Menschen, die jetzt keine Idee haben von Aufstellung. Ich mache ja selber auch Aufstellungsarbeit, wobei ich mit Figuren arbeite, systemisch. Ihr habt mit Menschen gearbeitet, ne? Das heißt, das sind dann Samstag-Sonntag-Seminare oft in der Regel, ne? Wo dann Menschen als Meistens Freitag, Stellvertreter Samstag, aufgestellt Sonntags, werden, ne? genau. Es ging immer von Freitagsabends bis Sonntags und eine Jahresgruppe, die sich 7 Mal an 7 Wochenenden getroffen hat, wo es jeweils um unterschiedliche Themen ging und jeder hat dann eine Aufstellung bekommen zu dem Thema. Und das war extrem heilvoll, weil ich habe ja dann auch in den Aufstellungen von anderen Leuten drin gestanden, stellvertretend. Ja, Das auch nur heißt, deswegen, für weil es mit Menschen, die jedem. sich das nicht vorstellen können, was das ist, das heißt, du bist dann zum Beispiel der Bruder von jemandem, ne? Der wählt dich Genau, aus und sagt, ne? Und, ich gehe in die Energie des Bruders rein. Was für mich immer schwierig war, wie erkläre ich, was eine Familienaufstellung ist? Also ich glaube, das muss man erlebt haben, Ja. um da ein Bild davon zu bekommen. Weil wie will man sowas erklären? Es löst Ne? halt auch Das viel auf, hört sich ja. wirklich nach Hokuspokus auf. Aber ich habe dann in Rollen drin gestanden von Menschen, die ich überhaupt nicht gekannt habe und bekommen nach der Aufstellung von demjenigen, für den die Aufstellung war, gesagt, du hast dich verhalten wie mein Vater, du hast dich bewegt wie mein Vater, du hast gesprochen in den Worten wie mein Vater. Ja? Und ich sage, ja, okay, gut, jetzt kam einfach so aus mir raus. Ich war Ja? auch mal in so einer alten Frau drin Ja. und dann habe ich da wirklich auch gestanden und ich habe mich furchtbar gefühlt und dieses keine Liebe zu haben, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich ja so ein Mensch voller Liebe bin. Ich habe ja nur Liebe und verstreue die immer total gerne und dann hatte ich ein kaltes Herz. Das war unglaublich. Also es war Ja. schon eine sehr emotional. Ja, das sind sehr tiefgehende Erfahrungen. Ja, und wir hatten einen sehr guten Aufstellungsleiter, der hat also jede Aufstellung tatsächlich zu einer Lösung gebracht, so dass dann das Thema, das hinten dran gestanden ist, in die Heilung gehen konnte. Das war, ziehe Weil ich das heute ist noch den ganz wichtig, Hut da bin ich auch immer sehr vorsichtig, gerade bei Aufstellungen mit Menschen, wo man hingeht, da achtet bitte genau drauf. Also Ja. das ist ganz wichtig. Ich stelle meistens, weil es auch im Zweier-Coaching besser geht, dann mit Figuren auf und es wirkt auch sehr, sehr tief. Ist nochmal was ganz anderes, ist nicht ganz vergleichbar, aber von der Wirkung her tatsächlich auch Ja. unglaublich tief, genau. Das Das genauso heißt, im oder mit Prinzip, Boden ankern, ja. durch diese Aufstellungsarbeit bist du dann quasi zu MFL letztendlich gekommen. Ja, genau. Eine Freundin von mir, die auch die Aufstellungsarbeit mit mir gemacht hat, die hat MFL irgendwie kennengelernt, hat gar nichts gesagt dazu, war auf dem Basisworkshop damals, um das Lesen im Feld selbst zu lernen, kam dann zurück. Ich habe gefragt, was war da? Und da hat sie mir davon erzählt, hat mir gleich was aus dem Feld gelesen, auch wieder Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Und das war das gleiche Gefühl wie ein paar Jahre vorher bei dem Thema Aufstellung. Ich habe gewusst, da muss ich hin. Und ich habe mich dann direkt zum nächsten Basisworkshop angemeldet im August 2011. Und eine irre Woche hinter mich gebracht. Nach dieser Woche habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich kann überhaupt richtig fühlen. Wow.
Ich hab auf der Rückfahrt es war im Sommer, war bullig heiß. Es hat alles, war grün und die Blumen geblüht und alles drum und dran. Es war einfach toll. Aber dass ich das überhaupt bemerkt habe, ich bin Autobahn gefahren und ich war immer gewohnt, sehr, sehr, sehr zügig zu fahren. Ne? Ich bin 100, 120 gefahren auf der Autobahn, habe mir die Gegend angeguckt und habe mich einfach nur gut gefühlt. Ich habe Also kein Tunnelblick mehr. die Farben Wahrnehmung. wahrgenommen, viel intensiver wie vorher. Und als ich dann ausgestiegen bin, habe ich die Schuhe ausgezogen und bin erstmal durch eine Wiese durch und habe das Gras an den Füßen gespürt. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich damals. Oh, da Und kriege ich eine dann. Gänsehaut, wie du das erzählst. Ja. Also für mich war es auch so die schönste Woche meines Lebens. Ich hatte es aber im Dezember und Ja, nicht im ja. Sommer und habe sie auch noch mal wiederholt und dann ja auch noch mehr Kurse gemacht. Und alle Menschen, die mich seitdem erleben, sagen: Was ist denn mit dir passiert? Also da ist einfach eine Riesentransformation stattgefunden, obwohl ich vorher schon lange, lange und viel, viel, viel an mir gearbeitet habe auch. Ja, und da habe ich ja dann auch die Herzintegration kennengelernt und habe dann in ganz großem Vertrauen in die Herzintegration, ich habe die nie hinterfragt, weil ich ja auch durch die Aufklärungsarbeit schon viel gekannt habe, was da geht, wenn man Texte spricht. Ich habe gefühlt in den ersten 3 Monaten 12 Millionen Herzintegrationen gemacht. Das war, bin an alles mit einer Herzintegration drangegangen und nach 3 Monaten habe ich schon gemerkt, boah, da hat sich aber viel verändert. Also das hat sich gut angefühlt. Und das Schöne an der Herzintegration ist ja, und dann kommen wir wieder zu dem Thema Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. Ich brauche nicht auf das nächste Seminar zu warten. Ich brauche nicht warten, bis mein Coach einen Termin frei hat. Ich kann es selber Wenn ich machen. irgendwas spüre, was nicht in der Balance ist, mache ich eine Herzintegration und kannst du mit auflösen. Zu jeder Zeit. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, egal wo ich bin. Ich schicke gleich am besten nochmal den Link zur Herzintegration mit rein, wenn ich es veröffentliche. Ja, und das hat mir einfach, das hat mir geholfen, mein Tempo selbst zu bestimmen. Und auch diesen Mut zu entwickeln, ne? Also einfach voranzugehen, diese Entscheidung aus dem Herzen zu treffen und nicht mehr aus dem Verstand, ne? Und ich war dafür verantwortlich, in welchem Tempo ich weitermache. Das war mir damals sehr wichtig, weil ich immer aufs nächste Seminar gelächzt habe, weil mir klar war, beim nächsten Seminar kann ich wieder was heilen. Ja? Aber so habe ich keinen mehr gebraucht. Und Außer dich selbst außer mich selbst. und dein Mut. Ich sage immer, für die eigene Heilung ist eine Entscheidung. Ja? Wenn ich sage, ich möchte so nicht mehr weitermachen, möchte jetzt, dass sich was ändert und treffe tatsächlich eine Entscheidung dazu, dass ich jetzt was ändern soll. Ich bin nicht mehr bereit, das Alte weiterzumachen. Bringe dann noch Mut auf, hinzusehen, was mich da denn eigentlich so triggert, mir so Angst macht, mir so unangenehme Gefühle bereitet. Und dann den Mut aufbringe, die Herzintegration dazu zu sprechen, also den Mut haben, es anzuschauen und dann die Herzintegration dazu noch zu sprechen. Die drei Dinge brauche ich. Und dann komme ich wieder zurück in die Leichtigkeit. Und vor allen Dingen Wunderbar. hier Vertrauen rein, weil wie ist es denn, wenn wir haben, also ich kenne kaum einen Menschen, der das nicht so gemacht hat, die unangenehmen Gefühle werden verdrängt. Ja? Das ist wie wenn ich so im Nichtschwimmerbecken stehe bis zum Bauch im Wasser, habe einen Plastikball in der Hand. Ja? Das sind die Gefühle, die ich nicht spüren will. Jetzt drücke ich den Ball mal unter Wasser. Ja? Jetzt Dann mache ich sehe ich das ihn mit auch nicht mehr. ausgestellt. Das ist Ja, so wie jetzt die mache ich Kinder das mit. früher, ne? Die so, ich bin nicht zu Genau. sehen, ne? Also dann gibt es keine Genau. Probleme mehr, ne? So, und dann mache ich das mal mit ausgestreckten Armen. Dann halte ich mal den Ball da unter Wasser. Ja? Das kostet Kraft ohne Ende. Ja? Und wenn ich nicht aufpasse, schießt der hoch und schlägt mir unter das Kinn, dann tut es weh. Das finde ich ein ganz tolles Bild, das nutze ich gern dazu. Das habe ich auch noch nie so gehört. Gefällt mir Gucke ich mir gut. den Ball aber an, ja, und habe ihn über Wasser, dann kann er ja nicht mehr hochschießen, sondern ich gucke ihn an und bringe ihn erstmal auf Augenhöhe. Ja, das, was ich vorher verdrängt habe, weil es mir viel zu groß war emotional, bringe ich auf Augenhöhe. Und wenn ich es auf Augenhöhe habe, dann ist das, als wenn ich einen Kumpel da habe. Dann kann ich eine Verbindung aufbauen. Ja, dann schaffe ich tatsächlich eine Verbindung dazu. Und dann ist es viel einfacher, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, du, jetzt sind wir Kumpels, ich mag dich, komm in mein Herz. Und dann mache ich es zum Freund und kann es in Heilung geben. Zur Heilung und zur Transformation in mein Herz.
Ne? Oh, wie schön. Das ist einfach. Was für ein schönes Bild. Ich bin dir so dankbar dafür. Das ist nämlich dafür. Auch noch, ja, das ist auch noch was aus diesem Thema der Traumatherapie. Das Thema, was vielleicht so groß ist und was ich auf einmal nicht packen kann, ja, mache ich in kleine Teile, indem ich es mir ansehe, ich würdige es und segne es. Ich nehme es dankbar an, ich gebe es in mein Herz zur Heilung und Transformation. Das sind 4 Schritte. Damit mache ich dieses Thema, das vorher so groß war, weil ich es verdrängt habe. Ja, jetzt gucke ich mir es an, jetzt bringe ich es auf Augenhöhe, mache es zu meinem Kumpel, mache es zu meinem Freund und gebe es ins Herz. Und dann kann es gehen. Und das Thema will nur angeguckt werden. Es will angeguckt werden und will gewürdigt werden. Super, so eine schöne Beschreibung. Und dann ist es nämlich einfach mit der Herzintegration. Und dann also noch Frank Wernuth, der Herzintegrationsspezialist. Super, ja. Super. Und da wird es auch Seminare geben, ne? Nächstes Jahr oder wann starten? Ja, das Kuriose war ja, ich habe angefangen damit, dass ich gesagt habe, ich schreibe so einen Ratgeber oder eine Vorgehensweise, wie die Herzintegration verstärkt werden kann. Bin ja dann über die Traumatherapie immer tiefer reingegangen und bin jetzt an einem Punkt angelangt, dass auch so eine Art Basisworkshop fertig ist. Da geht es natürlich darum, um Glaubensmuster zu erkennen und diejenigen, die stören, aufzulösen und auch das Bewusstsein dazu zu erschaffen, wie das überhaupt abläuft bei uns. Weil es heißt ja immer, wir sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Was heißt denn das? Ich mache Erfahrungen in meinem Leben. Ja? Und die Erfahrungen versuche ich irgendwie über meinen Verstand einzuordnen. Ja, ich interpretiere irgendwas rein. Wenn das als 6-jähriges Kind ist, ist das recht schwierig, weil mir einfach Lebenserfahrung dazu fehlt. Ja? Aber aus diesen Erfahrungen und wie ich sie interpretiere, werden Glaubensmuster. Ja? Oh, der hat mich abgelehnt. Wahrscheinlich bin ich nicht wertvoll. Ja? Ja? So, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das ist so häufig bei so vielen Menschen. Wer will mich denn hier noch alles ausgrenzen oder ablehnen? Macht das auch. Das war jetzt auch sowas. Ne? Genau, dann sammelt man die Erfahrung, dass die das genau wieder bestätigen und verstärken. Mhm. Ja. Und dann wird aus der Erfahrung ein Glaubensmuster. Mhm. Und ein Glaubensmuster ist ja nichts anderes als das, was wir als Wahrheit sehen für uns. Genau. Und daraus entsteht eine Erwartungshaltung. Und dann verhalten wir uns immer wieder so. Und dann haben wir die Brille der Erwartungshaltung auf, dass wir abgelehnt werden. Mhm. Jetzt kommt was dazu aus der Quantenphysik. Das nennt sich Beobachtereffekt. Nämlich wir lenken die Materie mit unserer Erwartungshaltung dahin, wo sie hingehört. Nämlich, also muss ich anders erklären. Also es gibt den Beobachtereffekt, und der sagt aus, dass wir mit Kraft unserer Gedanken und unserer Erwartungshaltung die Materie lenken und damit unser Leben schöpfen. Wir sind tatsächlich Schöpfer unseres eigenen Lebens. Aber wenn wir das unbewusst machen, dann geschieht das einfach so. Mhm. Machen wir das bewusst, dann sage ich, dann bin ich nicht mehr Schöpfer meines Lebens, sondern Gestalter meines Lebens. Genau. Und darum geht es in dem Seminar. Sehr schön. Weil ich kann die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht mehr ändern. Die sind gemacht. Aber ich kann ab sofort. Ich kann die Glaubensmuster anpacken. Und ich kann ab sofort mein Drehbuch ändern und schreiben, wie ich es möchte. Wenn ich meine Glaubensmuster, meine Glaubenssätze, meine Sichtweisen übers Leben mir angucke und alles, was destruktiv ist, über die Herzintegration auflöse, und dann sind wir nämlich wieder bei der Herzintegration, und das ganz bewusst mache, dann gestalte ich mein Leben. Dann bin ich nicht mehr der unbewusste Schöpfer, sondern dann bin ich der bewusste Gestalter. Und darum geht es in diesem Seminar. Wow, und es ist auch ein wunderschöner Abschlusswunsch. Also werdet alle zum Gestalter, zur Gestalterin eures Lebens. Ihr habt es selber in der Hand, mehr als ihr glaubt. Aber erst dann, wenn ihr natürlich die störenden Muster, Glaubenssätze und eure Wahrheit, die ihr bislang als wahr gesehen habt, die euch aber hinderlich war, aufgelöst habt und auflöst. Und genau. Das könnt ihr beim Frank tun. Ich empfehle euch, ihr könnt auch schon quasi 15 Minuten kostenloses MFL-Coaching immer buchen. Ihr könnt die Herzintegration runterladen und eben seid mutig und traut euch, schaut auf eure Ängste, schaut auf das, was auf diesen schönen Ball, dieses Bild hat mir besonders gut gefallen. Lieber Frank, ich danke dir von Herzen und glaube, dass du den Menschen ganz viel deutlich gemacht hast, was alles möglich ist und wie leicht Heilung geht, wenn wir bereit sind, sie zu wollen. Wenn wir die Entscheidung getroffen haben.
Genau, ich danke dir. Super. Gerne, liebe Und auch Marion. allen, die jetzt zugeguckt haben, die später zugucken, bleib du ruhig noch kurz drin.